abendliche Arbeiten. Willkommen in Avignon. Heute werden Sie beauftragt, diesen abendlichen Zug nach Marseille über Aix-en-Provence zu fahren. Bereiten Sie den Zug für die Abfahrt vor. Mit Vergnügen machen wir das. Einmal den Fahrtrichtungswender rein. Wo ist er noch gleich? Achso, Türen machen wir auf. Okay. Gehen wir hier auf die Geschwindigkeitsvorgabe. Fahrtrichtungswender ist schon in Vorwärtsstellung, sehr gut. Machen wir uns mal die Instrumentenbeleuchtung an, Taste I. Bisschen Führerstandslicht können wir, ja, wobei lassen wir es erstmal aus. Achso, ja, ich begrüße euch ganz herzlich aus Frankreich. Wir spielen mal ein Szenario, das mitgeliefert wird. Mache ich sonst recht selten. Aber hier auf Marseille Avignon kann man das gut und gerne machen, weil hier sonst eh im normalen Fahrplan nicht viel mehr los ist. Bei Aix-en-Provence finden in östlicher Richtung Bauarbeiten statt. Sie werden nun auf das Gegengleis umgeleitet, bis sie die entsprechenden Stellen passiert haben. So, einmal das Fernlicht bitte an. Und wenn alles gut geklappt hat, nein, nicht ganz, Bremse lösen, klar, bis die Nadel da auf 5 Bar steht. Nämlich jetzt. Und jetzt müssten wir genau abfahren und in Aix-en-Provence halten. Da kommt ein Kollege vorbei. So, Strom ist eingestellt, Stromsystem ist auf LGV eingestellt, sehen wir hier. Das passt also. Instrumentenbeleuchtung ist an, Hecklichter machen wir uns noch an. Ja, das war Wackmar. Und wir gehen hoch auf die 170, die gerade freigegeben sind. Und jetzt sind sogar 300 freigegeben, also auf geht's. Wir stellen hier einmal praktisch mehr oder weniger unsere AFB, nicht ganz, aber so was ähnliches, auf die 300 ein. Und fahren jetzt von einem nicht näher bezeichneten Ort zu einem anderen nicht näher bezeichneten Ort die guten alten Karten im TSW, die leider nicht ganz so gut sind. Ja, lassen wir mal das Führerstandslicht aus, aber machen uns dafür, nee, nicht das Sand, sondern okay, hier ein bisschen Licht an. Und auch hier ein bisschen Licht an. Sind schon erreicht. Sind wir schon auf dem Gegengleis? Ich glaube schon, oder? Ja, wobei, doch ja, eigentlich schon, ja. Bin ich gespannt auf die Baustelle, an der wir vorbeifahren werden. Und ob wir da langsamer fahren müssen. Was ist das? Alert. Okay, es blinkt jetzt. Ah. Cool, ist mir noch nie aufgefallen. Nicht schlecht. Ja, es ist einfach das mitgelieferte Szenario hier von Marseille Avignon. Normalerweise spiele ich ja diese Szenarien eher nicht, weil die in der Regel weniger zu bieten haben als die normalen Fahrten-Timetable im Fahrplan, weil ja im Fahrplan im Grunde genommen ja die ganzen gelayerten Fahrten bzw. Züge aus anderen Strecken ja noch mit reinkommen. Aber hier bei Marseille Avignon ist das ja nicht der Fall, weil das die einzige französische Strecke ist.
Heißt also, eigentlich ist es recht sinnvoll, hier mal die Szenarien nach und nach mal durchzuspielen, habe ich aber erst vorhin realisiert. Also ist das halt bisher nicht passiert, aber mit der Zeit kommt das noch. Wahnsinn, 300 sind gleich erreicht. 320 sind sogar freigegeben, dann können wir das auch hier direkt bei dem Geschwindigkeitsauswähler einstellen. Also wer einen Geschwindigkeitsrausch haben möchte, willkommen. Geschwindigkeitsrausch wäre doch ein guter Titel für die Folge, oder? Stellt sich nun die Frage, ob wir auch für die gesamte Fahrt heute im Geschwindigkeitsrausch bleiben oder eher nicht. Mal sehen, mal sehen. Und 320 sind erreicht. Sehr gut. Also quasi 319. Und wir haben noch 54 Kilometer. Ja gut, bei der Geschwindigkeit. Ja, 320 sind geknackt. Und wir schalten dann jetzt automatisch auch nicht mehr auf. Das ist cool gemacht. Wir können mal hier nach hinten blicken. Wir haben hier im Führerstand haben wir hier ist die manuelle Türsteuerung, glaube ich, oder? Nee, gar nicht. Das ist einfach die Tür zu dem Kasten hier. ISO und S. Aha. Blicken wir mal zwischendurch nach vorne. Gar keine so schlechte Idee, aber alles gut. Ich weiß gar nicht, ob wir hier noch großartig was einstellen können. Batterie, TVM. Der Rest ist, glaube ich, nicht Hilfsbatterie. Auch nur die Tür zu. Okay, wie viel haben wir noch? 49 Kilometer. Wahnsinn, wir sollen einfach in 10 Minuten in Aix-en-Provence sein. Und es sind einfach noch 50 Kilometer bis dahin. 10 Minuten. Mal schauen, ob ich den halt nicht komplett überfahren werde. War das nicht so ein Signal im Sinne von, dass man den Stromabnehmer senken sollte? Weiß ich nicht. Zwischendurch ein Foto gemacht. Okay, noch 44 Kilometer. Können wir die Fenster eigentlich aufmachen? Schande. Evakuation d'urgence. Hier sollte ich durchpassen. TGV vor Max 320. Sonst noch irgendwas Interessantes? Das kann ich nicht lesen, zu dunkel. Was können wir hier? Die Sonnenblende. Aha, sehr gut. Lässt sich sonst noch irgendwas bedienen? Rechte Fahrgasttür, linke Fahrgasttür? Spitzensignale auf etwas heller und etwas reduzierter. Das ist das Sicherheitspedal. Also ich glaube so eine Art SIFA. Materiel Roulant Extincteur. Schön, dass die daran gedacht haben, dass der Feuerlöscher tatsächlich auf Französisch beschriftet ist, dass sie nicht einfach nur den
englischen oder den deutschen Feuerlöscher reingepackt haben, sondern tatsächlich hier den französischen Feuerlöscher benutzt haben. Nicht schlecht. Das sind so diese Kleinigkeiten. Ne? Das ist, da merkt man, in dem TGV steckt einfach eine extremst hohe Detailverliebtheit drin. Das merkt man richtig. Deshalb sage ich immer wieder, die Strecke Marseille-Avignon lohnt sich absolut. Einfach wegen dieses Fahrzeugs. Weil für den Transimulator bezahlt man mal gut und gerne nur für Fahrzeuge dieser Qualität auch mal um die 30, teilweise sogar mehr Euro. Und wenn ich jetzt mal so dran denke, hier so die Expert-Line-Fahrzeuge von Virtual Railroads, die kosten ja teilweise auch so um die 20, 30 Euro, meine ich zumindest. Die haben dann ungefähr den gleichen Bedienungsumfang wie die Fahrzeuge im TSV. Nur, dass man im TSV halt für 30 Euro eine neue Strecke bekommt, plus mindestens ein Fahrzeug. Und idealerweise ist das Fahrzeug auch noch komplett neu. Okay, wir werden ein bisschen langsamer. 30 Kilometer noch. Fahren richtig schön in den Sonnenuntergang hinein. Schön, oder? Da hinten die französische Landschaft. Runter auf 300, meine ich. Na, ist ja, glaube ich, nach 320. Ich beschleunige, ich bremse schon mal weiter. Ey, ey, wir werden schneller. Dann nehmen wir mal die Zugbremse mit dazu. So, lösen. E-Bremse können wir auch lösen. Nee, lassen wir die E-Bremse angezogen, weil es bergab geht und wir brauchen mehr Luft. Nein, ups, das war ganz kurz jetzt die Notbremse, glaube ich. Und das war ein unverhofftes Ende für dieses Szenario. Ja, wir sind gerade gederailed, wie man im Fachjargon nicht sagt, sondern wir sind gerade entgleist. Ja. Lade ich das Video trotzdem hoch? Ja, mache ich. Spielen wir jetzt irgendwas anderes? Nein. Ich glaube, das ist dann jetzt so. Gut, dann ist dieser Zug leider niemals in Aix-en-Provence angekommen. Ein kurzes Video heute. Ein sehr kurzes Video. Aber ja, ist jetzt so. Ich danke euch trotzdem fürs Zusehen und hoffentlich dann bis zur nächsten Fahrt, sofern ihr alle noch heile seid. Ja, danke. Tschüss.